Gehe ich jetzt übers Dach dahin oder einfach hier? Das sieht nicht ganz so gesund aus hier übers Dach, aber ich probiere es mal. Warum nicht? Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum, was ich gebrauchen kann. Auf jeden Fall sind hier aggressive Vögel unterwegs, die eine kleine Abreibung benötigen. Sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Ja, ich darf nicht in diese Tür. Toll. Schade. Und hier liegt tatsächlich gar nichts rum für uns. Schade. So, aber was ist jetzt mit ihm? Hier komme ich ja locker runter, oder? Ja. Shit, hier sind sehr viele Vögel. Nice. Glück gehabt. So, da liegt nämlich noch was für uns. Was auch immer es ist, ich muss es haben. Ein Adernblatt. Was macht dieses Adernblatt eigentlich? Das scheint ja schon ein Special-Item zu sein, oder? Wo finde ich das jetzt? Wahrscheinlich eher hier so. Zur Herstellung von Objekten. Findet man immer seltener. Dunkelrote Blätter mit dick geschwollenen Adern. Material zur Herstellung von Objekten. Die Adern pulsieren schwach. Wühlt das Blut auf und wirkt belebend. Davon haben wir 45 Stück. Vielleicht benutzen wir die mal. Jetzt erstmal will ich zu ihm. Ob das eine gute Idee ist? Wahrscheinlich nicht. Aber ich will es wenigstens mal versuchen. Oh mein Gott. Was? Wagt es nicht. Danke für den Tipp. Okay. Der wird mir jede Menge Ärger machen, oder? Schnell weg hier. Ich nehme noch ein Tränkchen. Nervensägen. Wie konnte ich den nicht erwischen? Immer noch. Okay, das ist wahrscheinlich ein Bossfight hier. Ich meine, es muss. Was ist das sonst? Moment mal, was? Der ist ja halb tot. Wieso ist denn der halb tot? Jo, jetzt weiß ich warum. Der ist trotzdem kackenschwer. Ich treffe ihn nicht. Komm! Was hält denn der aus, Mann? Ein uralter Drachenschmiedestein! Leute! Geil!
Alter, dafür, dass er nur noch ein bisschen Leben in sich hatte, war das super schwer. Eine Fulgurblüte. Ich kenne nur Bulgur. Bulgur-Flöte. Wow, okay, ich habe mir den Kampf um einiges schwerer vorgestellt. Der war nicht einfach, ja, aber ich habe ihn auch tausendmal nicht getroffen. Das war sehr dämlich. Sehr. Wo geht's denn hier hin? Was ist denn hier los? Oh, oh, hallo. Da sage ich nicht nein. Was? Vogel. I'm like a bird. So. Noch einer. Sehr gerne, sehr gerne. Warum auch nicht? Nice. So, darf ich jetzt in Ruhe hier meine goldene Saat holen? Danke. Geht doch. Ist noch ein Vögelchen. Thanks. Sag mal, wo kommen diese ganzen Vögel jetzt her? Das wär's jetzt, wenn ich gestorben wäre. Okay. Keine Ahnung, wo die alle herkamen. Irgendwo von da oben wahrscheinlich, oder? Okay. Beruhigen wir uns wieder ein bisschen. Oder können wir hier weiter runter? Es sieht sogar danach aus, ne? Was ist das für ein Gebäude? Sieht aus wie eine riesige Lagerhalle. Oh, ich sehe, wie wir da runterkommen. Okay. Das machen wir. Das machen wir, Freunde. Hinterhalt voraus. Ja, klar. So wie überall in diesem Spiel. Dieses ganze Spiel ist ein Hinterhalt. Das Ding müsste eigentlich Hinterhalt Ring heißen. Was ist das denn? Uralte Drachen-Dunkelschmiedestein. Ja, Mann. Ihr wisst, was wir damit machen können. Ihr wisst es. Und ich würde am liebsten direkt dorthin gehen, aber ich will erstmal sehen, was es hier unten gibt. Oh mein Gott, ja, ich will wissen, was es hier unten gibt. Was? Verborgener Pfad voraus. Ja, super verborgen. Ist ja kaum zu sehen. Hier runter? Geht das? Ich glaube schon, oder? Ja, komm. Das hat nicht mal wehgetan. Okay. Aber zu der Lagerhalle würde ich doch schon gerne. Was auch immer das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht auf jeden Fall interesting aus. Und runter. Hallo! Was ist denn hier los? Okay, hier geht's noch weiter runter. Yeah, let's go. Das sieht aus, als ob hier niemand hinkommen sollte. Aber wir kommen trotzdem hin. Erstens gut umschauen. Ja. Dann hier runter, ne? Was wird es hier geben? Das gefällt mir gar nicht. Irgendwie gefällt mir das hier überhaupt nicht. Das größte Problem, das ich habe, ist halt, wir haben nur noch eine Flasche. Und jetzt gar keine mehr. Vielleicht gibt es hier aber auch nichts. Außer hochsuchen. Was? Ist das ein Vogel da hinten? Ich glaube schon.
Hochsuchen? Was? Also, wir sollen nach oben kommen. So verstehe ich das. Hallo Vogel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es sieht einfach so spektakulär aus hier. Ich kann es nicht oft genug sagen. Danke für die goldene Rune. Ja, hochsuchen. Hat das Spiel mir gesagt. Da machen wir das doch. Wir suchen hoch. Ich hab einfach keinen Trank mehr. Fuck. Der hält einiges aus. Hilfe! Was tue ich hier? Stirb nicht. Da kommt noch einer. Okay, ich hatte halt keine Tränke mehr. Sonst hätten wir die locker weggehauen. Locker, locker flockig. Ich muss zugeben, ich bin auf dem Weg hier nochmal gestorben. Ja, ist halt so. Was soll ich machen? Ich habe jetzt also meine ganzen Runen verloren. Auch das passiert. Aber ich bessere mich. Ich versuche mich zu bessern. Und ich hoffe, dass es klappt. Das war der eine. Wo ist der andere? Ist das einzigartige Gegner, dachte ich gerade. Nein, da steht der andere, okay. Gut, der steht da rum. Ich hoffe, wir kriegen ihn weg. Mit seinen zwei Schwertern. Hi! Na du? Bitte fall runter. Der tut mir den Gefallen natürlich nicht. Aber das hier tut er. Sehr schön. Puh. An die Kiste würde ich doch schon gerne gehen. Was ist das? Ist das eine Tür? Ist keine Tür. Tür, oh Tür, aber sie dürfen nicht. Natürlich nicht. Die Schatztruhe, was verbirgst du? Bitte irgendwas Gutes. Ein Drachenturmschild. Ein Drachenturmschild. Ja, magischen Feuer auf jeden Fall schon mal besser. Und es wäre immer noch mittlere Last. Aber es hat Schildschlag. Es hat leider ein Talent. Und das ist nicht gut, da wir unser Schwerttalent natürlich nutzen möchten. Trotzdem lese ich mal vor. Ein Turmschild mit Drachenmotiv. Dem Symbol des Schutzes. Selbst für ein Großschild sehr schwer, aber mit herausragenden Abwehrfähigkeiten. Die uralten Drachen, die prähistorische Zeit vor dem Erdenbaum beherrschten, beschützten ihre Gebieter wie eine Mauer aus lebendigem Stein. Schön. Nice, nice, nice. Deswegen bin ich hier hochgekommen, oder was? Nur deswegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Die haben doch irgendwas Wichtigeres bewacht. Nämlich diesen Wirbelsturm da hinten. Komme ich hier nochmal drum? Nicht hier? Ja, nee, nicht hier. Absolut nicht hier. Hier war noch irgendwas um die Ecke. Ja, schaue ich mir mal an. Es ist ein Aufzug. Und hier gibt es nichts. Außer die Verderbnis, die Verdammnis, die uns ereilt, wenn wir da runter hüpfen. Okay, wahrscheinlich hoch, oder? Es geht nach oben.
Lügner voraus. Ist das so? Wer lügt denn hier? Da oben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns der Aufzug hier hingebracht. Werfen versuchen. Was soll ich denn werfen? Material voraus. Das gefällt mir schon besser. Materialien sammeln. Warte, was? Schotterstein gibt's hier. Ja. Ist das jetzt gut oder? Weiß ich nicht. Macht mich jetzt nicht so geil. Wahrscheinlich ist Schotterstein super, aber. Ich will Ausrüstung. Ich will Schwerter, ich will Schilde, ich will. Eine Rüstung, einen Helm. Ritter voraus. Was für einer? Bitte nicht so ein. Siegel. Was weiß ich was. Ritter. Gegen wen kämpft? Es ist natürlich genau der Ritter. Ich lasse sie erstmal kämpfen. Gar keinen Bock. Wir haben dem noch nichts abgezogen übrigens. Nichts. Kommt der hier hoch? Der kann nicht hüpfen, oder? Weißt du was? Scheiß auf den. Ich guck mal, was es hier gibt. Damit ich hier nie wieder hin muss. Der ist schon wieder oben. Oh, hier gibt's eine Leiter. Komm schon. Aggressiv bleiben. Wir haben ja gelernt. Wie wir mit denen umgehen müssen. Alter, hau ab mit deinem Scheiß. Ich komme hier nicht weg. Ist das unfair? Das ist so fucking unfair. Ich kann einfach nicht weg. So ein Mist. So ein Mist auch. Okay, wir sind wieder hier, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Absolut nicht. Weil er ist mega unfair, der Kampf. Ich lasse sie erstmal kämpfen, ne? Auch wenn die gar keine Chance gegen den haben. Nicht mal den Hauch. Den nehme ich immer mit. Tschüss. Scheiß auf dich. Siegel, Penner, Tempel, Ritter. Du kommst mir aber jetzt nicht hinterher, oder? Du kannst keine Leitern hochklettern. Kann er nicht. Okay. Da bin ich gerade sehr fröhlich drüber. Ich will einfach nur wissen, was es hier gibt. Preiset die Flucht. Das Spiel weiß, dass ich geflüchtet bin. Wie lustig. Bloß nicht runterfallen jetzt. Blitzdrachentalisman 2. Oh, hallo. Okay, das ist interessant. Und wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. In unserem Revier. Blitzdrachentalisman. Das schaue ich mir mal gerade an. Vielleicht ist das ja besser als hier Drachenschild. Wer weiß, wer weiß. Blitzdrachentalisman erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden erheblich. Hört sich gut an. Erhöht die Immunität. Erhöht die Immunität deutlich. Fokus, Robustheit, Immunität und den Fokus wird erhöht. Ja. Physischer Schaden, körperlicher Schaden. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das jetzt im Moment ausgerüstet haben. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass manche Gegner durch uns durchgleiten, als wären wir Butter. Erwärmte Butter vor allen Dingen. So, bevor ich nochmal zurückgehe hier,
würde ich gerne sehen, was man hier so finden kann. Hier muss doch auch irgendwas geben, oder? Alter, was ist das hier? Kann man da eigentlich drauf? Ich glaube, das sind Sprünge, die man so nicht schafft, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir gehen mal hier weiter und schauen uns das Spektakel an. Hier ist sonst nichts. Ziel fixieren voraus benötigt. Oh. Alles klar. Tschüss. Oh, da ist noch einer. Mein Freund. Gut ausgewichen. Reicht aber nicht. So. Den mag er auf jeden Fall zerstören. So, ich guck noch mal gerade hier unten. Da ist ja noch einer. Der pennt einfach. Sehr schön. Da kommen wir nicht runter. Keine Chance. No chance, man. No chance. Okay, Alter. Es sieht einfach spektakulär aus. Mit Betonung auf Speck. Weg mit dir. Jetzt reicht's aber. Okay. Was ist das hier? Oh, da ist ja was. Da fällt mir gerade ein, wir müssen nochmal zurück zu unserem Gebiet des Vertrauens. Wir haben nämlich eine gewisse Sache gefunden. Hier soll ich drüber? Dein Ernst? Ist das möglich? Okay, das scheint möglich zu sein. Wenn es mir große Angst gemacht hat, hier drüber zu klettern. Aber es ist möglich. So, jetzt will ich auch belohnt werden. Mit was Geilem. So, was ist das hier? Drache voraus. Da oben? Da unten? Also da unten, das bezweifle ich sehr, dass man da hin kann. Das bezweifle ich sehr. Das ist, ja... Sieht auf jeden Fall nicht danach aus, dass man da runter kann. Vielleicht mit einem Teleporter. Aber einen Drachen habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay. Was bist du denn jetzt schon wieder? Ist das ein normaler Gegner? Sieht nicht aus wie ein normaler Gegner. Tschüss. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich komme hier nicht durch. Die versperren einfach diesen Scheißweg. Mann. Ist doch kacke. Diesmal mache ich es besser. Hoffe ich. Ich nehme erstmal meine Rühnchen. Und da sind ein paar dabei. Ja, das ist ja jetzt nicht ganz so wenig. Einen haben wir. Wunderbar. Okay, da ist noch so ein Magier. Vielleicht sollten wir den Magier erstmal umhauen, aber... Der andere ist natürlich ein bisschen aggro drauf. Ein bisschen aggro unterwegs. Das sieht schon sehr viel besser aus als gerade eben.
So, komm her. Mein lieber Magier. Wo ist er? Wer, was habe ich gesagt? Wer ist der Aggressiver? Alter, der hat mich fast umgehauen. Ich dachte schon, ich bin tot. Wow. Was ist das hier? Die Klangperle des Dunkelsteinschürpers. Cool. So, was ist das hier? Unerwartet, das Nachricht. Daher preise die Nachricht. Nein. Mach ich nicht. Ich bin ein Geier. Oh, hier geht's weiter. Warum wundert mich das jetzt nicht, dass es hier weitergeht? Immer noch keine Waffe. Was heißt denn hier immer noch? Kriegen wir gleich eine Waffe? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier? Gnade voraus. Das würde mich sehr freuen. Ganz ehrlich. Wertvolles Objekt voraus. Wo denn? Das Spiel verarscht mich. Ich muss zu der Gnade, Mann. Ich guck nochmal gerade hier. Wertvolles Objekt. Das könnte natürlich mir sehr gefallen, aber... Dafür muss ich auch irgendwas sehen, bevor ich darunter springe. Springen voraus, ja klar. Macht Sinn. Nee. Wir gehen erstmal zu der Gnade, wenn es denn eine Gnade gibt hier. Wenn es denn eine Gnade gibt. Hier ist auf jeden Fall ein Aufzug. Wo sind wir denn hier? Oh, Moment. Sind wir auf der Brücke? Nice. Okay. Verlorene Gnade entdeckt. Dann raste ich direkt mal. Ja. Was ich in jedem Fall machen möchte. Wir sind jetzt hier wo? An der großen Brücke. Okay. Da kommen wir gleich zurück. Erst einmal zu unserem guten Freund an der Tafel der Gnade. Ja, hier sieht es immer noch so ein bisschen heruntergekommen aus, aber gut. So ist das leider. Bin ich hier richtig? Okay, wir haben eine Klangperle, die würde ich gerne abgeben. Bei unseren Girlfriends hier. Hi. Was? Okay, wir bieten alles an. Ich wüsste sonst nicht, wohin damit. Igis Klangperle... Also, das haben wir schon alles angegeben, ne? Anbieten, wir haben keine mehr. Kaufen, was kann ich denn hier Schönes kaufen? Gesprungener Kristall, wunderschön. Dunkelschmiedestein 9 kann man jetzt hier kaufen. Das ist natürlich nice. Ja, kommt ein bisschen spät, aber es ist nice. So, ansonsten gibt es hier nichts Neues mehr. Jetzt zu unserem Freund, dem Schmied. Und ich bin sehr gespannt, weil er soll uns unsere Waffe verbessern. Nicht hier, aber hier. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ja. Information zu Gottes Töterwaffe? Was? Yes, my masterpiece to slay a god. That's all I've lived for, and my promise to quit. But do me a favor and do. Das haben wir schon mal gehabt, ne? Ich meine schon. Da, um das Mädchen kümmern. Wo ist denn das Mädchen? Waffe verstärken. Wir können diese Waffe hier verstärken, Freunde. Und das sollten wir tun. Denn die haut nochmal richtig drauf. Angriffskraft. Oder die hier. Wir brauchen den uralten Drachen Dunkelschmiedestein. Wir haben nur einen. Ich mache natürlich den hier. Ja, Blut- und Reißzahn. Götter, Töterwaffe, das ist... Wir haben die Waffe auf Maximum gelevelt, oder? Kann das sein? Ich glaube, das bedeutet das.
Interessant. Das heißt, du bist jetzt auf maximaler Stufe, meine liebe Waffe. Ich bin sehr zufrieden damit. So, ist hier irgendwas neu? Nein? Wo ist das Mädchen? Da. Hi. I see. You're here for some spirit tuning. Mhm. Nein, offensichtlich nicht. Gut, sie steht jetzt hier, anstatt drüben zu hocken. Ich weiß jetzt nicht mehr, warum. Warum ist das so? Egal. Ich möchte wieder zurück. Zurück. Und zwar zur... Oh, das war schon richtig. An der großen Brücke. Mit unserer verbesserten Waffe. Und mit dieser Waffe können wir also Götter töten. Habe ich das richtig verstanden, ja? Dann sollten wir das tun. Alter! Das gefällt mir sehr gut. Todesvoraus. Ja. Aber hier geht's runter. Hier geht's hoch. Hier geht's runter. Ich gucke jetzt mal, was es hier oben gibt. Wenn das die große Brücke ist, dann gehe ich nochmal zurück. Es ist die große Brücke. Ja, das ist die große Brücke. Hierhin kommen wir noch. Hierhin kommen wir noch, aber ich möchte gerne erstmal wissen, was da unten gibt. Huch! Alter! vor allem hier. Todesvoraus. Ja, toll. Also komme ich hier nicht runter? Heißt es das? Heißt das, ich komme hier nicht runter? Ich probiere es mal. Ja, offensichtlich geht das nicht. Das ist nicht möglich. Okay. Hab verstanden.